Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Wo liegt das Glück heute am 23. August 2017? Wen beschenkt Fortuna gerade? Und in welchem Lebensbereich liegt das Glück? Das sind momentan die Jungfraugeborenen, besonders die Jungfraugeborenen, die am 28., 29. und 30. August Geburtstags haben. Diese Glücksenergie wirkt aber nicht nur bei den Jungfraugeborenen, sondern auch bei Stiergeborenen und auch bei Steinbockgeborenen. Aber intensiv ist bei Tierkreiszeichen Jungfrau. Und sie haben gerade eine tolle Ausstrahlung. Und das, was man ausstrahlt, zieht man auch an. Und das ist gerade die Glück der Jungfraugeborenen, diese Erscheinungsbild. Die Jungfraugeborenen werden jetzt wahrgenommen. Sie bringen ihre Auftreten, ihren Selbst im Glanz. Sie verändern auch etwas in euren Erscheinungsbild. Kann auch die Kraft sein, kann das auch von innen kommen, ein selbstbewusstes, selbstsicheres Auftreten. Und das ist gerade wichtig. Die Gespräche, was auf die Jungfraugeborenen zukommt, vielleicht nicht heute, aber das nähert sich schon, haben die Jungfraugeborenen auch einen Vorteil. Es können auch Kontakte sein von Vergangenheit. Im beruflichen Erfolg ist vorprogrammiert gerade bei Jungfraugeborenen. Sie bekommen Lob und Anerkennung. Aber sie sollen das Leben ein bisschen spielerisch nehmen, nicht mit Strenge. Wenn jemand wissen möchte, welche Tage sind die Glückstage und in welchem Lebensbereich liegt das Glück, worauf sollen sie achten, oft müssen wir das bewusst wahrnehmen oder noch die Hindernisse aufräumen in unserem Leben. Und das kann ich beschreiben astrologisch. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.